Ja. Okay. So. So. Ich brauche noch mehr Advanced Circuits. Ich habe irgendwie gedacht, die reichen. Wie komme ich nur auf diese Schnapsidee? Advanced Machine Case, Advanced Alloy, Basic Machine Frame und Carbon. Müssten wir alles haben eigentlich. Carbon haben wir. Alloy haben wir. Okay. Zwei Advanced Machine Case und das müsste ich eigentlich ja, den herstellen können. Ein MFSU. Mal schon mal ein bisschen Platz im Inventar wieder bekommen. MFE. Advanced Machine Case. Circuit und Advanced Machine Case. So rum. MFSU. Nice. Ein MFSU. Das heißt, ich brauche noch wieder sechs Labtraumkristalle. Das heißt, ich verpiss mich erstmal wieder hierher. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Ich brauche doch nur. Also, ich habe einen Kristall zu viel gemacht. Ist aber nicht tragisch. Copper-Cable. Okay. Ach, den habe ich schon. Okay. So. Ich hoffe, ich habe genug Lapis Lazuli Dust. Nein. Och, komm schon, Spiel. Mach mich doch nicht immer so fertig. So, jetzt aber. Genug Labtron-Kristalle. Hier. Fünf. Sechs. Und das zweite MFSU. Advanced Machine Case, MFE. So. Hier. Einmal alles. Bitte. Yay, wir haben zwei MFEs. Juhu. Yay. Die will ich hinten als Speicher mit reinhauen. Als Stromspeicher. Ich sehe gerade was anderes, wo mir schon wieder schlecht wird. Wir haben schon wieder kein Glasfaserkabel. Oder wenig. Zu wenig. Das heißt, ich muss. Ui. Wobei, die hätte ich jetzt eh nicht gebraucht, aber egal. MFSU, bitte einmal hierher. Gut, er lädt sich gerade nicht wirklich auf, aber das ist nicht schlimm, weil er vorne auflädt. Bam, bam. Jetzt haben wir endlich mal, kann man sagen, eine konstante Energiequelle. Den Wasserturm zähle ich nämlich mal nicht als konstante Energiequelle mit dazu. Oder? Doch prickelnd. Der Wasserturm hat zwar anfangs einigermaßen unterstützt, aber nicht wirklich was gebracht. Wenn man es so sieht. Aber. Yay! Eine Energiequelle! Eine richtige. Wo man mal sich darauf verlassen kann. Also jetzt die erste von mehr. Wird noch mehr werden. Ja, die erste von vielen kann man sozusagen sagen. Die erste von vielen. Das Lava-Ding will ich ja noch mal verdoppeln.
Und ich schnappe mal die zwei Bögen hier raus und craft die mal schnell wieder zusammen. Damit ist mal wieder ein... Oh, der wäre sogar annehmbar. Ist jetzt auch automatisiert. Ich gehe jetzt aber trotzdem nochmal in den Nether. Und hol nochmal wegen Nethersteinchen. Ein paar Nethersteinchen. Und halt auch nach Quarz Ausschau. Weil den brauchen wir ja noch für ME-Kabel. Hey, die 1 bitte. Brauchen wir ja noch für ME-Kabel und an sich brauchen wir es ja sowieso noch ein paar Mal. Ah, unsere Energie. Es ist noch keine Mega-Energieversorgung. Es ist eine, die für unsere Zwecke momentan reicht. So kann man sagen. Und der Reaktor läuft doch gut eigentlich. Ja, nee, ich meine nicht den Reaktor. Der Reaktor macht mir keine Probleme. Der ist vollkommen ausreichend, sondern eher die Umwandlung in EU. Das ist ein bisschen das. Der Knackpunkt noch. Der noch ein bisschen ausgebaut werden muss. Aber wie wir das Sweet Redstone herstellen, das weiß ich immer noch nicht. Gar nicht. Wenn wir da mal Glück und wir finden es irgendwo in irgendeinem Dungeon. Es würde halt so viel einfacher machen, wenn wir das über Street Redstone herstellen könnten. Es würde es echt fucking einfacher machen. Und dazu müssen wir erstmal wissen, wie wir mit Street Redstone richtig herstellen. Genau. Sag ja, das ist das Problem. So, ich halte jetzt mal nach Ausschau nach Quarz. Angehauen. Und nicht nur das, baue auch ein bisschen Nether mit ab. Dann auf dem Rückweg. Oh, hier ist Quarz. Sogar einiges. Naja. Ein bisschen ist es schon. Brauchen wir Soul Sand? Nicht wirklich, ja. Uiuiui. Jo. Hinten ist nochmal Glowstone. Hole ich mir natürlich auch sehr gerne. Ich glaube, ein Iridium hat sogar automatisch Luck 3. Iridium Drill. Danke, Gaming Zocker, für den Follow. Hm? Nee. So. Ah, noch mehr Quarz. Das ist auch noch ein bisschen Quarz. Noch ein bisschen. Also das mit der Drone of Water, das war ich mal eine gute Idee von mir. Okay, kann man dabei mitzocken? Nein, kann man nicht. Ja. Oh, yep. So. Ja, aber es gibt einen Community-Server. Ja, den gibt's. Stimmt, Community-Server gibt's. Da kann, ist auch TechWorld-Paket. TechWorld 2-Paket. Oh, nicht hauen. Da kannst du auch drauf zocken. Ich habe irgendwie Angst, dass ich nicht mehr zurückfinde. Nie wieder. Also das Übliche. Ja gut, ich schaue gerade, dass ich strikt in eine Richtung laufe. Aber halt sehr stark mit Hilfe des Jetpacks. Also wenn mein Jetpack leer ist, habe ich ein ernsthaftes Problem. Oh Gott. Komm her, ich zeig dir, wer hier der Boss ist.
Hast du eine Gasträne verloren? Nicht? Scheiße. Keine richtigen Quarzfelder mehr. Da ist noch ein bisschen was. Da komme ich aber. Immer schnell auf den WC. Jo. Muss ich mich von da drüben ranbauen. So. Ah, zack, zack, zack. Tschüss, Quarz. So. Oh, Gloster. Aber es ist auf einmal so hell geworden hier. Ich habe irgendwie Angst um Lava. Es plötzlich hell wird in der Hölle. Meistens nicht gut. So. Das ist auch noch ein bisschen Quarz. Müssen ja noch ein paar ME-Kabelchen herstellen. So, dann baut es immer so langsam ab. Oh. So. Ja, ist ja gut. So. So. So, so. Ah, hier ist noch Quarz. Da nichts mehr. Badab. Oh, da ist schon wieder das Portal. Es ging schnell. Da war ich schon. Da haben wir abgebaut. Da auf der fliegenden Insel ist auch Quarz. Oh. So. Die Richtung. Was hat er da hingebaut? Ach, da hat er nur bis dahin gebaut. Okay. Oh, hier oben ist auch noch was. Yay! Quarz! Brauchen wir ganz dringend. Ich muss ein bisschen auf mein Jetpack aufpassen. Sonst habe ich echt gleich ein Problem. Na komm. Da will ich rüberbauen. Ach so. 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 So, der Iridium-Drill ist auch gleich leer. Würde ich sagen, hole ich danach noch ein bisschen normales Nether-Steinchen. Steinchen-Gedöns. Schön abbremsen mit dem Jetpack. Was tut das? Aua. Nano-Rüstung ist noch keine Quantum-Rüstung. Das könnte doch wehtun. So. So, 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 so. Ah, guck mal, das ist auch noch etliches Quarz. Das nehmen wir natürlich noch mit. Klingt wie, du klingst so ähnlich wie meine Freundin, wenn sie im Bett gerade liegt und Hunger hat. So. Noch Quarz. Hast du gesehen? So. Auch noch. So, hier auch noch. Schau mal her. Schaut doch gut aus.
Schaut auch sehr gut aus. Yeah. Nice. Glowstone. Natürlich. Vielleicht können wir noch mal irgendwann mal Lampen irgendwo hinsetzen. Aber die Lampen, die im Modpack drin sind, die gefallen mir irgendwie alle nicht so. Ich werde ganz stinknormale Glowstone-Lämpchen hinsetzen. So, jetzt wird er schon langsam rot. Diamond Drill. Und unser Jetpack ist schon gelb. Ich glaube, ich begebe mich Richtung Portal. Zumindest in Richtung Portal, wo ich noch laufen kann. Alles zu Fuß dann erreichen kann, ohne fliegen zu müssen. Nicht, dass wir gleich große Probleme haben, weil ich stecke Hölle fest und ich nichts kann fliegen. So. Oh. Sind wir schon bei 16 unten? Ich versuche auch immer schön nur schubweise zu fliegen. So. Okay. So, noch ein paar Nethersteinchen holen. Zum Lava umwandeln. Kriegen wir vielleicht... Oh, da war er leer. Oh, hast mich zurückgepackt. Ja. Das ist ein Problem. Und zwar hat er den Block-Update nicht gefressen. Genau, da muss man einfach einen hinsetzen und wieder neu abreißen. Dann bleibt man da auch nicht mehr hängen. Das passiert mir gerne in der Wüste, wenn ich mit dem Iridium Drill oder mit dem Diamond Drill Sander baue. Aber das hat ja die Query für uns übernommen. Ich glaube, da werden wir auch erstmal nichts mehr brauchen. Wenn doch, wird es mich sehr wundern. Und so. Oh Gott, wir haben sehr viel Platz noch. Was halt cool wäre, wäre ein Tesserakt. Ob wir einen Tesserakten schon herstellen können? Durch die Enderlilies? Der Server läuft ja immer. Und der DC-Server läuft ja dadurch auch immer. Das heißt eigentlich... Ich schau. Hey Gott, Imperator. Müssten wir etliche Enderperlen eigentlich schon haben? Ja. Wie viel haben wir? Ganz genug. Wie viel haben wir denn? Was für 500. Geil, wir könnten Tesserakten produzieren. Denke ich zumindest. Wir könnten... einen Tesserakten. Das wäre schon mal... Das wäre richtig... Imperium Nugget. Wie stellt man die her? Alles mit Ender. Ist sehr viel Ender. Brauchen wir etliches. Hey, ich habe sogar zwei Gastränen. Wir brauchen sehr viel Enderperlen und alles. Enderperlen haben wir. Wie stelle ich jetzt die Nuggets her? Die Nuggets nicht, du kannst den Barren direkt herstellen. Du musst mal oben auf beim Craften weiterdrücken. Ja, die haben ignored. So, ich baue jetzt hier einfach nochmal ein, zwei Reihen ab. Vielleicht nicht unbedingt, bis die Diaspitzhacke kaputt ist. Weil sonst dauert es ewig. Die hält noch nicht ein gutes Stückchen aus. Na, wie geht's euch an diesem warmen Tag? Ja, es war die letzten Tage sogar ein bisschen wärmer, fand ich. Heute ist es angenehm. Mal wieder. Nachdem es jetzt tagelang nur stürmisch war. Ja. Wir könnten rein theoretisch einen Tesserakten aufstellen und hier unten eine Quarry. Aber das ist. Wird sich erledigt haben. Nee, hat sich erledigt, weil bei Lava macht die Query ja nicht weiter.
Was? Bei mir sind 32 Grad. Echt? Bei uns ist gar nicht so warm. Ich schau mal kurz auf mein Handy. Imperium Blend. 23 Grad. 23 Grad haben wir nur. Er schmilzt. Ne, bei wir haben nur 23 Grad, sagt mein Handy, aber ich war heute noch gar nicht wirklich draußen. Natascha ist gerade draußen. Nein, ich finde es nichts mit der Enderlilies. Wieso Enderlilies? Mit Enderperlen. Ja, die müssen wir später verflüssigen. Und wo? Da drüber, wo wir auch gerade unser Nieferrack verflüssigen. Und zwar über hier. Hier über Magma Crucible und dann im Fluid Transposer. Oh, da ist Wasser drin. Müssen wir rauskriegen, das Wasser. Aber das machen wir dann, nicht jetzt. Ich hätte es jetzt noch nicht gemacht, weil ich hätte jetzt erstmal Pause gemacht, weil ich auch mal pinkeln muss und was trinken hätte gern. Wo ist Wasser drin? Im oberen. Mal kurzes Päuschen. Ne, wir haben nur 23 Grad und es ist angenehm. 1, 2, 3, 4. Warte, ich pumpe das Wasser schnell raus. 1, 2, 3, 4. Habe ich nur so wenig Netherrack mitgebracht? Ja, okay. Also die Magma Crucibles machen ihr Ding. Das ist halt ein bisschen supportmäßig. Ist ja nicht schlimm. Ja, Enderlilies darf man nicht unterschätzen. Es sind wieder 500 Enderperlen, ohne dass wir einen Enderman gekillt haben dafür. Darf man nicht unterschätzen. So, ich tue mal die Diamond-Spitzhacke wieder zurück ins ME. Nice. Ich muss heute Abend auch noch arbeiten. Ich sah nach 9 Stunden. Ich sah nach 9 Stunden Kellnern aus, als ob ich in der Sahara wandert war. Ja, das glaube ich dir. Das glaube ich dir sofort. So, ich lade jetzt nochmal schnell alles auf. Dann machen wir eine kurze Pause. Und gehen mal, würde ich sagen, danach Richtung, ich hätte eine Idee, aber dafür wird unsere Energie noch nicht reichen, denke ich. Unsere EU-Energie. Wir werden viele Anlagen craften müssen. Ich habe eine Möglichkeit schon gefunden, das flüssige Ende aufzuladen in der Drum. Ja, das kannst du sowieso. Bringt noch nicht so viel. Weil du den Magma Crucible ja direkt daneben hast. Tust einen Stack Enderperlen rein, das reicht vollkommen. Und zwar, pass auf, ich würde jetzt sagen. Achso. Ich würde es gar nicht in die Drum tun, weil wir müssen es dann später nur aus der Drum wieder raustun in den Fluid Transposer. Das wäre für den Arsch, Chris. Wir können uns. Aber da haben wir schon mal was Ding. Ja, safe. Ja, zwischenspeichern können wir es, ja. Aber mehr auch nicht. Wo war ich jetzt? Pass auf, wir machen mal kurze Pause. Ich mache mir einen Kaffee. Und nach der kurzen Pause sehen wir uns wieder, ha? Nach so 2,5 Stündchen, glaube ich, könnten wir mal ein Päuschen machen. Ja, und danach würde ich sagen, wir brauchen sehr viele Macerator. Und sehr viele Electric Furnace. Würde ich da drüber machen. Ja, sehr viele Macerator und sehr viele Electric Furnace brauchen wir. Und damit würde ich sagen, wir machen uns erstmal kurz Schluss. Ich stelle mich irgendwo hin, wo mir kein Viech irgendwie auf den Sack gehen kann. Da oben aufs Dach. Und wir sehen uns dann gleich wieder nach der Pause. Ja, hallo. Bin wieder da. Und es ist natürlich Nacht. Ich lege mich schlafen. Eins zu hoch. Au. Zu spät gebremst. So, erstmal schlafen gehen. So. Schau mal her.
So. Hi. Ich brauche Iron Plates auf jeden Fall. Jetzt einen Arsch voll. Einen ganz vielen Arsch voll. Ganz viele brauche ich davon. Was willst du denn alles machen, Maschinen? Ziemlich viele Macerator plus ziemlich viele Iron Furnace. Die Wand habe ich schon fertig komplett. Ha? Die Wand habe ich schon fertig. Ja, ich weiß, ich nutze sie gerade. So. Ich überlege gerade, was ich günstig in das umwandeln kann. Günstig in Dust umwandeln kann. Warum? Warum Dust? Cobblestone. Ich nehme mal ein bisschen Cobblestone mit. Ich mache mal den Weg und alles gleich mal ready. Während die mal drin machen. Hantieren. Weiß schon. Okay. Ach, da wollte ich ja auch noch ein bisschen zu Ende machen. Sind mir auch die Koppel ausgegangen. So. Oh, so. Okay, hier muss das Kabel dann wieder durchlaufen. Lass ich mal da noch offen. Okay. Die Frage ist nur, wo bauen wir die Anlage hin? Ich sag weiter in die Richtung, ha? Ja, weiter in die Richtung. Schnell mit dem Diamond Drill hier mal kurz durch. Dass Gras länger braucht im Diamond Drill als Erde, wundert mich immer. Ein bisschen. So. Aus 10 Stellen Pulverweise sind das her, oder? Ja. War denn auch ein Overclock neu setzt? Du kannst in jeder Maschine von IC2 Overclocking Upgrade reinsetzen. So. Mir fällt zumindest gerade keine ein, wo es nicht gehen würde. Ja gut, ein Scanner. Aber der ist. Nein, im Pulverweiser kann ich keinen einsetzen, scheiße. Ein Pulverizer? Ach, in dem Pulverizer. Ja, das ist ja nicht IC2. Das ist ja nicht IC2. Das ist ja. Ding. Muss einfach in die Richtung dann weg, die Anlage. Das ist ja nicht IC2, das ist ja Ding. Ups. Thermal Expansion? Ich auch nicht das, was ich brauche. Bisschen Terraforming können wir schon machen. Damit es nicht so schlimm ausschaut, das Eck hier. Auch puren Dust. Ja. Was? Okay. Da müssen wir dann die Kabel weiterlaufen lassen. Okay. So. Oh nö.
So. Okay. Ich weiß, was uns fehlte. Was mir vorhin gefehlt hat. Oder was vorhin gefehlt hat. Ich hab's vergessen. Ich muss Quarry laufen und mal ein bisschen Sand hinten in die Redstone Furnace schmeißen. Weil wir nichts mehr haben.